Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück, endlich, bei einem weiteren Part. Let's play Rome 2 Total War, die Emperor Edition mit den Makedonen. Ja, lang ist's her, ne? Will gar nicht drüber nachdenken, seitdem ich diesen Part aufgenommen habe. Und, bin deshalb leider eben selbst ein bisschen raus. Ich weiß, wir hatten gerade den Venetian Batavium abgenommen und ja, ich wäre dafür, jetzt demnächst eine Entscheidungsschlacht zwischen Medlan und Batavium zu suchen, aber erstmal muss hier die zweite Armee noch an. Die Söhne des Ars sehen gut aus. Odessos hat eine ziemlich gute Garnison. Und Antea. Okay, die kommen eh nicht besonders weit. Das ist ja ein Transport. Ich glaube, wir können die Runde gleich beenden. Der Kerbin. Und die kriegt. Was kriegt die denn? Eine ganz kurze Frage. Wir müssen mal schauen. Nahkampfangriff 35, Waffenschaden 24. Interessiert mich jetzt einfach nur mal. Ich glaube, das wusste ich auch schon mal. Ich erwarte eure Befehle. Ja. Also das gilt auch für Piken. Ich war mir gerade noch nicht ganz sicher und wenn nicht, dann wäre das auf Dauer, glaube ich, ein bisschen sinnlos gewesen. Aber egal. Runde beenden. Mal schauen, was sich so tut. Also, ich muss mal ganz kurz nochmal erwähnen, habe ich bestimmt schon mal, aber egal. Ich bin ja ein bisschen aus der Kampagne raus. Es ist ja geil, wie sich so die Konflikte um mich herum entwickeln. Also, wow, dieser Konflikt zwischen Rom und Karthago mit den jeweiligen Verbündeten, richtig interessant. Ja, jetzt kommt Libyen zum Beispiel wieder nach Sizilien. Syrakus hält. Ach, kommt schon, ihr Norika, ihr seid doch Assis. Ja, natürlich. Da steht aber ein Agent drin. Ich hoffe mal, das. Ja, nice. Okay. Autsch, warum sitzt er auch halbnackt irgendwo in der Wildnis? Und Chaos hat dadurch einen. Wo haben wir denn die besorgte Bevölkerung in der Cisalpina? Ja, okay, ne? Also, wäre auch irgendwie komisch, wenn sich die Bevölkerung da jetzt sehr happy fühlen würde. Oh nice, der hat dafür Erfahrung gekriegt. Kriegsführung. Okay. Die rekrutiert will ich nicht mehr. Okay. Die unangetastete Armee geht mal hier hin. Und die darkische Armee geht dahinter. Kann ich noch einen Streiter rekrutieren? Ja, ich kann noch einen Streiter rekrutieren. Dann stelle ich hier nämlich einen. Oh, der ist ziemlich gut. Streiter rein, der ab nächster Runde hier die öffentliche Ordnung ein bisschen pusht. Nennt mich nix. Okay, das sind alles ziemlich schwache Armeen, aber sie sind halt viele. Wäre vorteilhaft, wenn wir hier jetzt einen Brunnen vergiften können. Oh, es hat sogar geklappt bei 70%. Sehr gut. Na gut, hat aber nur ein paar freie Heerbanner getötet. Die Apollonia braucht eben noch die Erfahrung für die Massenvergiftung. Och man, die Bräuki. Auf der anderen Seite, wie ist die Garnison von Yada aufgestellt? Okay, das sollen die Bräuki mal versuchen. wir rekrutieren zwei leichte Artillerieschiffe, denn in dieser Kampagne haben wir das Geld. Eine Turmpentere und eine Überfallhimiola. Ziemlich kostspielig. Und hier rekrutieren wir auch mal Schiffe. Eigentlich ist es ja egal, wie schnell wir hier die Flotte aufstellen hier.
Ich nehme nur die beiden Artillerieschiffe mit. Ich erwarte eure Befehle. Und diese Runde kommt er nicht. Hoffentlich nicht dran. Lösen wir mal die Söldner auf. Ihr seht, wie viel Unterhalt die gekostet haben. Das ist mir gerade aufgefallen, ist ja eigentlich ziemlich sinnlos, hier die Söldner drin zu halten. Ja, was können wir sonst noch machen? Nicht so viel. Ich hätte es gerne, dass mich die Veneter hier angreifen. Aber ob sie das tun oder nicht, weiß ich nicht. Wir werden es gleich erfahren. Ja, es ist eigentlich bisher der Kampagnenverlauf sehr gut. Wir haben wenig Rückschläge erlitten, außer ganz am Anfang. Aber das kann sich ja auch immer noch ändern, ne? Also, ich will es jetzt nicht beschwören. Der große Brocken wird erstmal gleich Rom einzunehmen, wobei Rom natürlich oben im Norden auch beschäftigt ist. Libyen nimmt Syrakus ein. Libyen hat zwei beinahe Fullstacks. Krass. Was machen die Veneter? Kommt schon, Jungs. Greift mich an. Ich möchte eine Schlacht zeigen. Okay. Ja, sehr schön. Also, ich versuch's mal so auszudrücken. Ich glaube, die Chancenleiste zeigt hier einfach nur die Zahlenverhältnisse an, wobei die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Freie Heerbanner und so, die werden einfach nur krepieren. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Kavallerie... Na, ich muss jetzt aufpassen, dass ich die Kavallerie nicht zu sehr verheize. Die brauche ich im Zuge dieser Kampagne. Also dieses Feldzuges. Ich beziehe mich jetzt nicht auf die gesamte Kampagne, aber hier diesen... dieser... Militäroperation im Boottal brauche ich die noch und ich habe ja eine lange Pikenlinie. Es wird darum gehen, mit den Einheiten wie zum Beispiel der königlichen Kavallerie, der Titanenreiterei ist es ja in diesem Fall, vorzustoßen, um den General, also die Eidgeschworenen, auszuschalten. Das sind die Einheiten, die mir gefährlich werden können. Ich werde versuchen müssen, mit meiner Kavallerie ohne große Verluste hier was abzuräumen, nämlich die bei den Plänklern, vor allem bei den keltischen Plänklern, die können doch noch auf kurzer Distanz einiges töten. Und ich habe das blöde Gefühl, dass wenn hier jetzt alle 8000 Mann auf dem Feld sind, der PC mit Raps am Laufen ein bisschen lecken könnte. Hab schon so ein bisschen... Frame-Rate-Einbußen. Weiß gar nicht warum. Also ich meine, ich kann mir erklären warum, aber ich weiß nicht warum das so krass ist, weil mein PC eigentlich doch sehr gut ist. Egal. Wir stellen uns auf. Unsere Hauptlinie ist natürlich die Phalanx. Das ist sehr interessant. In meinem alte Geschichte Seminar haben wir uns auch schon über die klassische griechische Phalanx und die Hopliten unterhalten. Sehr, sehr interessant, denn es gibt ja die Theorie, da es von irgendeinem griechischen Dichter, der als einzige wirkliche Quelle genommen wird, gibt andere, aber egal, diese Theorie, dass die griechischen Hopliten ja, aufeinander zugerannt sind und mit einem großen Schub, im Englischen a great push, sind sie dann... Gott, wer sich denn versteckt? Haben wir heute keine Gegner? Was geht ab? Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, ich sehe es, aber warum sehe ich keine gegnerischen Truppen? Ah! Da hat er sich versteckt. Also quasi mit einem großen Schub sollen die aufeinander zugerannt sein.
Und dann war der Versuch mit einem Schilddruck die gegnerischen Linien in Unordnung zu bringen. Problem bei der Sache ist, naja, wenn ich jetzt 5 Reihen tief kämpfe, dann drücke ich mit der Masse meiner restlichen Truppen den armen Einzelnen in der ersten Reihe. Das heißt, wer in der ersten Reihe gekämpft hätte, wäre ziemlich böse sterben gegangen. Auf ziemlich unschöne Art und Weise. Man muss sich das... Man möchte sich das eigentlich gar nicht so en Detail vorstellen. Okay. Verdammt. Also, ich nehme mal hier meine Balliste. Ich stelle erst bei meiner Armee hier auf und... dann... Ihr geht mal hier. Du gehst mal nach hier. Die haben eigentlich bestimmt Hopliten dabei, oder? Nee, okay. So, wir müssen hier mal ganz kurz. schauen. Ballisten sind ja beileibe nicht mehr so präzise. Wo ist denn sein General? Aha. Aha. Ja, also diese Pushing Matches, wie sie im Englischen heißen, also diese Aufeinanderdrücken, das wird wahrscheinlich auf die Art und Weise nicht stattgefunden haben. Eine bescheidene Theorie zu dem Ganzen. Man wird versucht haben, natürlich die gegnerische Linie in Unordnung zu bringen, und es wird keine besonders schöne Angelegenheit gewesen sein. Zum Beispiel ist es so, dass... ach, darum. Ich habe die falsche Einheit gehabt. Dass ja, die griechischen Hopliten auf vielen Darstellungen ihre Speere so halten, dass sie sehr, sehr nah an sich zustoßen können von oben und unten. Und also, was ich meine, nachdem ich auch ein bisschen die Literatur dazu gewälzt habe, ist, dass man wahrscheinlich sehr nah an sich rangegangen ist und dann versucht hat, mit Speeren und so Lücken in die gegnerische Lücken in die gegnerischen Reihen zu reißen. Ob das wirklich mit Schild an Schild passiert ist, unser General wird angegriffen. Möchte ich mal bezweifeln, und ich habe gerade ganz, ganz großes gepennt. Boah, jetzt, das ist ja auch geil. Jetzt kommt die KI hier tatsächlich, bindet mich und versucht ein Manöver in meiner Flanke. Müsste sie nur noch aufhören, wie blöd. Hopliten, bereit! Auf. Ja, ihr sollt rennen. Ja, müsste sie nur noch aufhören, wie blöd. Einfach so auf meine Phalanx zuzulaufen, aber ich glaube, das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Okay. Ah ja, keltische Söldnerkavallerie schlägt hier im Kampf so ein bisschen Bürgerkavallerie. Bürgerkavallerie ist halt einfach zwischen die schlechteste Kavallerieeinheit im Spiel. It's a fact. It's a fact. Alter. Die sollen mal aufhören, so gut zu spielen. Das ist ja echt geil, was die KI hier gerade abzieht. Die Männer wanken. Ja, jetzt wanken sie schon. Hier schießt man auf den General. Ja, so ein Hammer- und Amboss-Kampf ist sehr effektiv. Ja, ich sag's ja, ich muss irgendwie versuchen, die Fernkämpfe auszuschalten. Ansonsten verliere ich hier meine Hopliten. Und ihr rückt mal einfach vor.
Ist jetzt erstmal scheiße koordiniert, aber egal. Ich brauche die Truppen einfach mal. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Okay, er hat jetzt. Oh nein, hat man noch nicht. Noch nicht ganz. Ausgeschaltet. Oh, Alter, die Bürgerkavallerie kriegt mich mal frei. Herbanner. Also, klar, das sind Speere, aber meine Fresse. Bürgerwehr, eine gesamte Einheit ist umgekommen. Form eine Phalanx! Okay. Man muss sich jetzt echt konzentrieren. Oh ja, ich habe vergessen, den Plänkelmodus auszuschalten. Plänkelmodus ist das sinnloseste ever. Wenn ich plänkeln will, dann muss ich das eh manuell machen, sonst laufen meine Einheiten einfach irgendwo hin. So, die Gruppe zieht hier hin. Ihr könnt mal aus dem Kampf raus. Und ich sag's ja, es leckt. Okay, aber hier bricht wenigstens ein bisschen die Linie. Und Eusorus tötet wenigstens gut. Ja. Das ist alles in Ordnung. Und ihr seht mal wieder, versucht nicht mit guten Einheiten eure Truppen, eure gegnerischen Generäle zu töten. Nehmt einfach ein paar Schleuderkämpfer oder so mit. Billigste Kavallerie, also billigste Fernkämpfer packen das. Ihr nehmt mal hier eure Linie. Ja, geht mal hier hinter. And my micro is failing. It's so bad. Okay, mein General muss da mal ganz schnell raus. Sonst wird das etwas ungesund für ihn. Denn hier kommt noch eine komplette feindliche Armee. Und ich hätte diese Einheit ganz gerne erhalten. Ich werde ihn gleich komplett aus dem Kampf nehmen. Und hoffen, dass er nicht vorher stirbt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Okay, das ist bleibt natürlich wieder irgendeine Winzigkeit von der Einheit hängen. Hier geht mal hier hoch. Balliste. Die Balliste soll hier einfach mal ein bisschen für Furore sorgen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, also solche Schlachten gehen auch nicht mehr so einfach wie früher. Großes Kompliment an CA. Falls ihr mich jetzt irgendwie hier falsch versteht. Es liegt halt auch ein bisschen daran, dass ich lange nicht mehr im Singleplayer unterwegs war. Multiplayer funktioniert ganz anders. Manchmal ist es sogar einfacher. Einmal hat man im Multiplayer ungefähre Chancengleichheit. Sehr, sehr schön. Und dann, Multiplayer-Spieler sind natürlich Menschen, ne? Die funktionieren nach einem ganz anderen Funktionsprinzip. Okay, das war jetzt gerade mal der am schlechtesten konzipierte Satz war, aber egal. So. Bereit! Eigentlich müsste das noch hinhauen. Okay. Let's see. Da schon mal einmal Plänkel abholen. Und raus. General! Ja, freie Herbanner kann man nämlich echt mal frontal charge. Das stimmt schon.
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay. Bürger Kavallerie! Sarissa Kavallerie! Obliegen bereit! Okay, jetzt nehme ich die hier einfach mal im Sandwich. Und versuche hier mal den Charge in den Rücken zu setzen. Ich habe zwar gerade gesagt, ey, wir sollen unsere Kavallerie nicht abfangen. Vor der Schlacht. Aber, verdammt. Dead Hypocrisy. Wie Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Ich mag dieses Wort. Hypocrite. Richtig, richtig gerne. Schnell jetzt! Frag mich bitte nicht warum, es klingt einfach cool. Es ist nichts Cooles, also. Die. Ihr sollt da rausziehen, ihr Vollidioten! Meine Güte! Und du hörst mal auf zu schießen. Sarissa Kavallerie! Ich hab was für eine euch. Unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, könnt ihr euch mal formieren, anstatt... Okay, gut. Hier könnt man verfolgen gehen. Schlacht wendet sich zu uns. Darf man nicht vergessen. Dass wir gleich noch dick verfolgen müssen. Denn wir wollen ja der Armee auch ein bisschen... ...bisschen wehtun. Keine Munition mehr, ne? Was ist denn los? Ja, und jetzt sehen wir mal, der General wird den nicht mehr viel... Ja, der hat ziemlich viel verloren. Aber jetzt sterben die Einheiten ja glücklicherweise, denn, Der feindliche General ist... Die wichtigste Einheit... Okay, das ist natürlich auch hart. Bin bei 134 Mann der General verreckt. Da tut mir die KI gerade fast ein bisschen leid. Ja, auch 212 Kills, also. Wir haben schon nicht ganz schlecht gekämpft. Ja, jetzt kannst du sie auch. Okay, ihr schaltet erstmal alle euer Autofeuer aus. Wo ist meine zweite Balliste? Du schaltest auch, okay, du hast auch dein Autofeuer aus. Wir müssen nämlich noch ein bisschen hier die Überreste aufkehren. Und ja, dafür brauche ich. Kann ich es nicht gebrauchen, wenn die bis das bisschen gehabt, das ich noch habe. Erstmal gleich weg. Geschossen wird durch genial getimtes Autofeuer. Geben mal noch ein bisschen Gas. Ja, zum ersten Mal seit 3 Wochen aufgenommen, schon gleich eine Schlacht geschlagen. Etwas zu verlustreich, meiner Meinung nach. Hätte ich ein bisschen mehr aufgepasst, wäre es besser gewesen, aber egal. Ich habe ja auch nicht ganz, ganz so wenig erzählt. Übrigens, um meinen Punkt nochmal von vorhin aufzugreifen mit diesen Shoving-Matches. Ein weiteres Argument übrigens, was dagegen spricht, ist, dass sich das Ganze, wohin sich das Ganze entwickelt hat,
darüber bin ich überhaupt drauf gekommen. Es ist ja nämlich so, dass das Ziel quasi die meinen besonders hochtrabenden Begriff zu benutzen, die Apotheose der griechischen Phalanx ist doch eigentlich die makedonische Sarissenlinie. Diese freundlichen Herren. Ja, eine Armee, die bekannte Welt erobert hat, die damals bekannte Welt erobert hat. Und wir haben ja eben die Entwicklung hin zu einem immer weiter entfernten Gegner. Und es geht nicht mehr darum, oder es geht überhaupt nicht darum, bis ganz nah an den Gegner ranzukommen, wenn man damit ja eigentlich den Vorteil seiner Sarissa verspielt, sondern es geht darum, eben mit der langen Pike den Gegner auf Abstand zu halten und zu töten. Und ich glaube nicht, dass die Phalanx dann so anders funktioniert hat. Immerhin hatten die einen über 2 Meter langen Speer dabei meistens. Den benutze ich doch auch. Also klar, man soll nicht immer glauben, dass Menschen früher schlauer waren als wir selbst, aber so dumm werden sie nicht gewesen sein. Und es ist einfach meiner Meinung nach auch die Entwicklung zu einem ganz bestimmten Zustand, die auch noch dafür spricht, dass die Phalangiten auch in der klassischen griechischen Antike nicht aufeinander nicht in den Push gegangen sind, vor allen Dingen, weil die Phalanx ja eigentlich auf Formation beruht und die Gefahr, dass ich dadurch, dass ich als Angreifer selber die Ordnung verliere durch so ein Schieben, ist einfach viel zu hoch. Was man wahrscheinlich versucht hat eben, ist mit den Speeren, habe ich gesagt, ihr sollt nicht auf... Ich habe den vergessen, das Auto weiß ich mir gerade locker. Ein paar Sarissen gekostet. 4, 5 Stück. Okay, ich beende einfach mal. Also, es ist einfach sehr unrealistisch, dass die so gekämpft haben werden. Okay. Ich glaube, wir haben uns in ein ziemliches Patt gekämpft. Und keinem der beiden Armeen ist viel übrig. Wir haben mehr getötet, aber sie können sich schneller regenerieren, stehen näher an ihrer eigenen... an ihrer eigenen Linie. Egal. Das passt schon. Wir sind ja große Jungen. Komm schon, lad schneller. Wäre natürlich cool, wenn ich eins der Stacks ausschalten könnte. Oh, wir haben aber ganz schön viele Einheiten hier komplett vernichtet. Oh, sehr schön. Ich erwarte weitere Befehle. Also der barbarische Ansturm wurde abgewehrt. Okay. Kommandant. Und ich stehe glücklicherweise auf meinem eigenen Gebiet. Gibt's irgendwas, was die Versorgung, Versteckungsrate erhöht? Nein. Ich mag die große Lagergefolgschaft, aber auf der anderen Seite Gefährten sind schon ziemlich gut. Also mit Tradition. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Kephissos bekommt mal das hier, das gegen Barbaren richtig, richtig gut. Der Schrecken. Wie kann ich wahre Söhne des Ares ruhen nie? Okay, nee, guck schicken. Baubericht, wir haben 2-mal die Polis fertig. Und einen ziemlichen Klotz an Schiffen rekrutiert. Mit diesem Klotz an Schiffen können wir mal versuchen. Okay, er sagt mir, das schaffe ich nicht. Krass. Na gut, dann soll er halt landen, ne? Also. Das werden wir wohl noch hinkriegen, ne? Da der Party aber schon relativ lange ist,
was, wie gesagt, euch freut, mir immer so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, denn ich muss die Teile ja auch irgendwie rechtzeitig hochladen. Okay, er füllt sich aber noch viel schneller auf als wir. Wie kann ich euch dienen? Da haben wir aber eine Medizin. Ein ehrwürdiger Entschluss. Komm schon, Level up. Meine Hand ist es geschehen. Endlich. Jetzt geht's nämlich ab. Jetzt kriegt sie nämlich die Massenvergiftung. Die ist sehr, sehr wichtig. Ja, okay, aber auf der anderen Seite, diese Armeen werden wir wohl noch besiegt kriegen. Ja, das makedonische Weltreich breitet sich weiter aus. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Zuschauen. Ich werde jetzt gleich noch ein paar Parts am Stück aufnehmen, damit wir für die nächsten paar Wochen ein bisschen was haben. Bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Fighting John.